Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gleich mit einer kleinen Einstiegsfrage. Wie gehst du mit deinen Emotionen um? Ich habe mich nämlich in den letzten Tagen ziemlich schwer gefühlt und andere Leute haben mich ziemlich doll getriggert und ich habe mich selbst auch ganz viel getriggert. Und durch meine Wut, die ich hatte und meine Trauer, sind immer mehr negative Gedanken und Glaubenssätze aufgeploppt, die mich noch mehr in diesem Gefühl gehalten haben. Denn unsere Emotionen sind der Nährboden für unsere Gedanken. Bist du voller Liebe und glücklich, dann hast du auch wundervolle Gedanken und liebevolle Gedanken. Bist du aber wütend oder traurig, hast du wiederum dementsprechend negative Gedanken. Ich habe mich die letzten Tage abgelehnt, ungeliebt, alleine gelassen und unbedeutend gefühlt. Dementsprechend hatte ich überhaupt keine Energie, war eigentlich die ganze Zeit in einem Wutstrudel und Traurigkeitsstrudel, war durchgehend gestresst und hatte so einen Druck in mir, auch ganz doll Druck im Hals und war einfach unzufrieden mit mir selbst. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, irgendwie eine Kamera in die Hand zu nehmen und ein YouTube-Video für euch zu drehen, geschweige denn irgendwas anderes zu machen, weil ich so blockiert war. Und wie ich mit diesem Zustand umgegangen bin, das erkläre ich dir in diesem Video. Vielleicht hilft es dir auch, wenn bei dir mal wieder eine Phase ansteht, wo es dir nicht so gut geht, wie du da das nächste Mal wieder herauskommen kannst. Und vielleicht schneller als sonst. Ich nenne das auch immer gerne, wenn es mir so geht, dass ich in einer Wachstumsphase stecke. Kann man auch ganz gut mit Babys vergleichen, ne? Wenn die wachsen und zahnen und groß werden und wachsen, dann tut das auch manchmal weh und da schreit man auch manchmal. Und ich sage dann auch immer, ich bin gerade in einer Wachstumsphase und das darf jetzt mal kurz wehtun. Die Energien wollen gefühlt werden und das Gute ist, dass ich einfach Techniken habe an der Hand, wie ich weiß, wie ich da wieder rauskomme und was ich tun kann für mich selbst. Denn es möchte ein neues Ich von euch geboren werden, als was Altes möchte gehen. Ja, es ist eine neue Entwicklungsstufe, in der ihr dann steckt. In den Jahren, wo ich mich versucht habe, selbst zu heilen, mit mir umzugehen, mit meinem Gefühlsleben, mit meinen Emotionen, ist, dass du bist deine eigene Medizin und du weißt am allerbesten, was für dich das Richtige ist. Und wenn es dir so beschissen geht, dann hör auf, dich abzulenken mit Netflix, zocken oder kompensiere es durch Rauchen oder irgendwelche Drogen, sondern dann ist es Zeit, nach innen zu schauen und dir dieses Thema, deinen Schatten, mal anzugucken. Denn was machst du denn, wenn es dir so kacke geht? Was ist deine Strategie? Doch Netflix? Und ein Glas Wein? Meine Empfehlung ist, schau dir deine Schatten an und unterhalte dich mit deinem Inneren und guck, was da los ist und frage dich selbst, wie du es in Heilung gehen kannst. Denn jeder von uns hat seinen inneren Heiler, seine innere Führung, die uns in unseren inneren Frieden führt. Jeder von uns hat die. Und wenn wir mal das Ego beiseite schieben und beiseite lassen, dann ist da immer noch diese Liebe, aus der wir entsprungen sind und die wir auch sind und die uns da auch wieder hinführen kann. Ich kann dir jetzt hier ein paar Tipps von mir geben, wie ich das angehe mit einer kleinen Reise, was ich tue und was ich getan habe, um mich wieder da rauszubringen. Und du kannst mal gucken, wie das mit dir resoniert, ob das auch was für dich ist, ob du auch so Lust hast, mit dir zu arbeiten, weil für mich ist das ein sehr, sehr heilsamer Weg, denn wir haben alles in uns und können mehr mit unserem Inneren kommunizieren, als ihr denkt. Und gleich am Anfang, wenn ihr das macht, dann gebt nicht gleich auf, wenn ihr vielleicht noch nicht so viel empfindet, seht, hört, riecht oder schmeckt oder sonst irgendwas. Denn es braucht auch Zeit, erstmal die Verbindung zu euch zu entwickeln, aufrecht zu bauen, wenn ihr das noch nie vorher gemacht habt oder wenn ihr vielleicht auch nicht so den guten Draht zu euch habt, dann dauert das einfach. Gebt nicht auf, versucht es immer öfter, umso mehr werdet ihr fühlen, umso mehr werdet ihr für euch verstehen, was für euch am besten ist und was euch Heilung bringt. Ja, und jetzt gibt es hier eine kleine Anleitung, wie ich mit mir in den Dialog gehe, um herauszufinden, was da los ist und wie ich es in Heilung schicken kann. Das Erste, was ich mache, ist mich irgendwo hinlegen, auf den Boden, in den Garten zu Mutter Erde, in mein Bett, irgendwo, wo ich mich wohlfühle und wo ich gerade ungestört sein kann. Ich lege mich hin, ich habe das schon mal gemacht, ich lasse immer Wurzeln wachsen, wenn ich in mich reise. Das heißt, ich verbinde mich wirklich mit Mutter Erde und lasse aus meinem Gesäß, visualisiere ich, wie Wurzeln aus meinem Gesäß wachsen und sich wirklich in den Erdboden verschlingen und verfestigen. Und wenn ich wirklich diese Schwere und diese Verbindung zu Mutter Erde fühle, dann fange ich an, mir einen leeren Raum, einen schwarzen Raum einfach vorzustellen. Und in diesem schwarzen Raum taucht immer eine Türe auf. Und diese Türe ist so mein Anfangsstart, um mich da reinzufühlen. Ich fange nämlich erstmal an, alles abzutasten, alles wahrzunehmen, jede Sinne zu aktivieren in dieser Welt.
und wirklich das Holz zu fühlen, den Türgriff zu fühlen, ihn wirklich anzufassen, die Kälte zu fühlen, das Holz zu riechen, die Farbe vielleicht von dem Holz. Spürt wirklich rein. Wenn ihr nicht so viel seht, das macht überhaupt nichts. Ich fühle auch viel, viel mehr und weiß innerlich, was da ist und habe eher nur so Umrisse oder ahne Dinge. Und wenn ich dann wirklich voll bewusst bei dieser Tür gekommen bin und mein Verstand und mein Ego die Klappe hält, das könnt ihr auch noch total gut, bevor ihr euch hinlegt, noch mit Atmung machen, damit euer Verstand sich wirklich ausschaltet, indem man lange ein- und lange ausatmet. Wenn ihr das ein paar Mal macht, dann schaltet sich euer Verstand auch aus. Wenn ich jetzt diese Türe geöffnet habe, dann komme ich in meinen inneren Raum. Und mein innerer Raum ist mein innerer Kern, wie es in mir halt aussieht. Da kannst du dich mal umgucken, wie es bei dir aussieht. Bei mir sind zum Beispiel große Fenster, ganz viele Pflanzen und ich sehe auch immer ein kleines Feuer in der Ecke. Ich höre es auch knistern. Und ja, wenn es unordentlich aussieht in eurem Zimmer, dann könnt ihr aufräumen, ihr könnt umstellen. Ihr könnt Dinge umstellen, die euch nicht gefallen, wenn ihr sie woanders haben wollt. Tobt euch in diesem Raum wirklich aus. Es ist euer innerer Raum, den ihr wandeln und kreieren könnt, wie ihr wollt. Lasst euch da wirklich Zeit und guckt euch da um, was da ist. Da kann doch gar nichts Schlimmes passieren, weil das ist euer innerer Ort, von dem ihr starten könnt, in euer Unterbewusstsein zu reisen. Hier könnt ihr auch eine Intention setzen. Wenn ihr zum Beispiel zu einem bestimmten Gefühl, zum Beispiel zu eurer Wut reisen könnt, könnt ihr das auch von da machen. Ich reise auch ganz oft zu der Emotion und spreche mit ihr und dann sehe ich mich als wütende Person und die sagt mir dann, was los ist, warum ich wütend bin. Und so könnt ihr auch herausfinden, was los ist. Ich bin aber diesmal zu meiner inneren Führung, zu meinem höheren Selbst. Und da könnt ihr euch eine Türe vorstellen, die in diesem Raum erscheint. Und wenn ihr durch diese Türe geht, führt eine Treppe nach unten. Und die geht ihr langsam runter, immer weiter, mit der Intention, eure innere Weisheit, eure Führung, euer höheres Selbst zu sprechen und einen Rat zu erbitten. Und diese Treppe geht ihr weiter runter, weiter runter, weiter runter, bis ihr eine neue Tür entdeckt. Die guckt euch auch nochmal ganz genau an, wie die aussieht. Und dann ist da eure innere Führung, eure innere weise Stimme. Und wenn du nichts siehst, dann ist das gar kein Problem. Dann fühl doch einfach mal. Oder vielleicht kriegst du doch irgendwelche Eingebungen. Ganz egal. Sei wirklich achtsam und bewusst und guck, was es mit dir macht. Und dann frage. Dann frage einfach, was ist los? Was bringt mir diese Situation? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich loslassen? Wie kann ich das in Heilung schicken? Und ihr werdet auf jeden Fall eine Antwort bekommen, wie sie auch immer aussieht. Und wenn ihr gesagt bekommt, umarme dich selbst, dann brauchst du das in dem Moment vielleicht einfach auch. Höre wirklich hin, was dir deine innere Stimme zu sagen hat und nimm den Rat an, auch wenn es sich komisch anhört. Ein Freund von mir hat zum Beispiel ein Bild bekommen, dass er sich auf einen schwarzen Eimer setzen soll. Und der war total verwirrt. Und wir haben auch gelacht, weil wir auch nicht wussten, was das bedeuten soll. Einen Tag später gehen wir spazieren und so richtig random steht ein schwarzer Eimer an unserem Kraftort, der davor nie stand. Und das war das Zeichen vom Spirit, von seiner inneren Führung. Setze dich einmal am Tag auf diesen schwarzen Eimer, um mal rauszukommen, um dich mit dir selbst zu beschäftigen, um nicht den ganzen Tag vom PC zu hängen. Das meine ich. Auch wenn es euch komisch vorkommt, ihr bekommt die Antwort, was euch Heilung bringen wird, wenn ihr danach sucht und wenn ihr die Intention habt. Wenn du deinen Rat, deine Sache bekommen hast, dann kannst du wieder die Treppe zurückgehen, wieder in deinen Raum. Und von da aus kannst du den Raum wieder verlassen und darfst aufwachen. Und das ist eine Reise, das ist eine schamanische Reise zu deinem Inneren. Eine Traumreise, wie es viele auch sagen. Aber so gehe ich meine Dinge an. Und oft bringe ich dann irgendein Ritual mit, das ich dann machen kann. Es hilft so doll. Ich habe mich gestern dazu überwunden, es zu tun. Und ich konnte alles abgeben und mir ging es auch schon besser. Der Knackpunkt war, als dann meine Mitbewohnerin meinte, ich habe total den Drang, joggen zu gehen. Und mein innerer Impuls war, ja, genau das brauchst du gerade. Und dann meinte ich so, okay, ich gehe mit. Und als ich joggen war und wiedergekommen bin, habe ich wirklich den ganzen letzten Rest, den ich noch in mir hatte, an diesen negativen Emotionen losgelassen, von mir geschüttelt. Einfach genug gefühlt und losgelassen. Und danach war ich wirklich wieder ich selbst. Mein Energiefluss ist wieder in mich gekehrt. Mein inneres Brennen, mein Feuer war wieder da. Und ich fühle mich so viel besser. Jetzt kann ich mich auch wieder auf meine Babykatzen freuen. Vorher war ich nur gestresst und überfordert. Und das meine ich. Diese letzte Heilung, und bei mir war es nur das Joggen,
hat mir schon so geholfen, dass ich wieder komplett ich selbst sein konnte. Ihr müsst wirklich die Intention dazu haben, euch zu heilen. Und dann werden euch die Dinge im Außen auch begegnen, was euch in eure Heilung bringt. Folgt euren Impulsen. Mir lag das sehr am Herzen, dieses Video zu machen. Und es ist auch völlig in Ordnung, eure Schatten zu spüren. Es ist jedes Mal aufs Neue wieder eine kleine Wachstumsaufgabe. Und es bringt uns immer mehr Stärke und immer mehr Wissen über uns, wie wir mit uns umgehen können. Und deswegen, du bist dein eigener Heiler. Du weißt, was für dich am besten ist. Deswegen fang an, mit dir selbst zu arbeiten und dein Inneres kennenzulernen. Und bereise dein Inneres. Das ist so eine fantastische Welt in dir drin. Und das ist so spannend, was du da jetzt entdecken kannst. Deswegen, kehr dich nach innen und lenke dich nicht so viel im Außen ab. Ja, das ist meine Botschaft heute für dich. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ich bin natürlich auf deine Kommentare gespannt, wie es dir gerade geht und ob du auch sowas gerade durchmachst, wie du damit umgehst mit deinen Emotionen. Ansonsten mach's gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.